ziemlich stark. Ja. Habt ihr genug Fangarme besorgt? Ich denke, die sollten reichen. Sehr gut, ich werde die Bestie hinunterwerfen und hoffen, sie macht den Weg frei. Lyle, übergib 5 Fangarme. Hui! Okay, die ist weg. Mhm. Ausgezeichnet. Wir sollten den Augenblick nutzen und schnell euer Boot aufsuchen. Jo. Habe ich die jetzt im Team? Nein. Okay, das sind nur irgendwelche NPC-Charaktere. Das war scheinbar auch der richtige Weg. Freut mich. Ich schaue mich noch ganz kurz um. Ob hier noch irgendwas sein könnte. Denn, hoppala, hier geht's nicht hoch. So, hier. Vielleicht finde ich noch irgendwo eine Schatztruhe oder etwas ähnliches oder ein Monster, was mich wieder von hier oben angreifen kann. Da eine Schatztruhe. Schön. Ein dreimal Todesgebräu. Schauen wir uns mal, was das Todesgebräu ist. Todesgebräu. Da ist es ja. Kann alle Gegner töten. Schön. Sehr schön sogar. Scheinbar eine mächtige Attacke. Okay, gut. Ja, ich denke, ich kann jetzt wieder zurück zum Boot gehen. Ich schaue zwar noch kurz rechts, aber ich glaube, es gibt hier nichts mehr. Ich mache mal einen kurzen Zwischenspeicher. Zack. Nicht, dass mir irgendwie wieder eine Falle reinkommt und dann bin ich wieder auf einen Schlag tot. Das kennen wir ja schon ein paar Mal. Oh, hier rechts schaut es auch noch. Geht hier irgendwas weiter? Na? Nein, scheinbar nicht. Schade. Gut. Dann habe ich wohl jetzt das Optionale gefunden. Hier vielleicht noch? Oder war ich da schon? Ne, hier ist nichts. Okay. Gut. Dann habe ich wahrscheinlich das Optionale gefunden. Und mache ich mich zurück auf den Weg zu meinem Boot. Und wir sehen uns am Boot dann. Bis gleich. La la la, das Boot. Und ja, ich mache den Kraken kurz. Komm, ihr kannst mich nicht angreifen, oder was? Weichei. Ja, ist ja gut. Ja, ins Boot steigen. Na, und? Muss ich kämpfen oder nicht? Ja, ich muss kämpfen. Ach, den Kampf zeige ich auch noch. Boah, es sind 3. Na, egal. Ottavio ist schon wieder dabei. Möchtest du das bitte ausstellen, dass sich da meine Charaktere immer ändern? Ah. Schön. Na gut, aber Ottavio kann dabei heilen. Den Rest machen Xai, Fea und Lailea. Und Tapio ist so nebenbei. Schlag der Benommenheit. So. Jetzt erstmal wieder Charaktere ändern. Zum inzwischen 3. Male. Maler hier. Sehr schön. Danke. So. Magietränke. Ich will ja, dass sie weiterkämpfen können. Die guten. Sodala. Und jetzt geht's draußen weiter. Und boah. Fand ich toll. Also sagen wir so, die Stelle hier gefällt mir bis jetzt sehr gut. Das Einzige, was mir leider noch nicht so gefällt, ist, dass sich Tapio immer wieder in meine Gruppe schleicht. Kann ich hier weiter? Oder war das... Okay, hier kann ich nicht weiter. Schade. Okay, dann gehen wir nach oben. Ja, und ein kleiner Schnitt.
Lailea und Mala haben ein Level-Up. Lailea, glaube ich, Level 26 und Mala Level 23. Oder? Richtig? Ja, doch, passt. Gut. Ja, ich kann den Kämpfen hier leider nicht so aus dem Weg gehen, weil ich bin nicht schneller als die Monster. Und irgendwann holen mich die Monster dann doch irgendwann ein. Ich versuche trotzdem ein bisschen aus dem Weg zu gehen. So, geht's hier? Na, hier geht's glaube ich nicht weiter. Die Stellen, wo es weitergeht, sind eigentlich doch relativ, ich würde nicht sagen offensichtlich, aber es sind nicht so große, Flächen, sondern eher immer so kleine Passagen, wie die hier. Da wird es dann meistens immer weitergehen. Gut, aber ich, kann jetzt auch gerade auch nicht so viel dazu sagen. Es ist halt eine Bootfahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Oder wie heißt das Lied? Keine Ahnung, irgendwie so. Aber, ja, egal. Dämlich. Hier ist wieder die Höhle. Eine Höhle, nicht die Höhle, sondern eine Höhle. Und ja, mal schauen. Und wieder ein Monster, was mich hundertprozentig angreifen wird. Jo, und weiter. Da. Geht's hier rein? Ja, gut. Hier kann ich wieder an Land gehen. Schöne Sache. Denn zu Fuß sind wir doch etwas schneller unterwegs als zu Boot. An Land gehen. Ja, und ist wahrscheinlich gleich wieder der ganz lustige Effekt. Ja, Tapio ist wieder bei mir drin. Schleicht sich jedes Mal wieder rein. Ich brauche Action. Gibt's aber nicht. Schade. So, okay. Meine kleinen Selbstgespräche mit Tapio wieder beendet. Und geht's hier weiter? Nein, nein. Nein, hier geht's nicht weiter. Schade. Ah, und wieder Krakenmonster. Hier irgendwelche Risse? Nein. Gut. Nicht, dass ich was übersehe. Durch den Nebel macht es sich. Es ist gar nicht mal so einfach, die Sachen immer zu sehen. Nein. Hier geht's auch. Also, gut. Ach, super. Ja. Habe ich genug Fangarme? Ja, doch, habe ich. Gute Arbeit und wieder ein Stückchen weiter. Hoffentlich. Weiß ich auch den Weg, wie es da hingeht. Ah, warte. Da ist, glaube ich, die Höhle, wo ich jetzt gerade reingefahren bin. Kann das sein? Oh, mal schauen. Na, ja, auf jeden Fall geht es jetzt wieder zurück. Zum Boot. Ja, und Tapio ist wieder da. Wo echt das weiß? Ha, ich nenne es Intuition. Mala ist zu schüchtern, die will nicht kämpfen. So. Ich mach mal wieder einen Speicher. So. Und das Monster. Na super. Ich muss sagen, dadurch, dass hier so viele Kraken da sind, ist es gar nicht schlecht, weil, ich krieg dadurch immer die Fangarme wieder. Wie viel habe ich denn im Moment? 3. Okay, also ich könnte mit 2 neuen Fangarmen kann ich es dann nochmal füttern.
So, hier links war das. Oh Gott, das Monster. Oh, ich würde gerade noch nicht gegen dich kämpfen. Geh weg von mir. Geh weg. Oh, okay. Ich glaube, ich hol mich ein. Ich glaube, es holt mich ein. Oder auch nicht. Ah, ich werde verfolgt. Die Wände kommen immer näher. Ah, hier war, glaube ich, die Krake. Das Seemonster. Dann schauen wir nach rechts. Wahrscheinlich bin ich jetzt voll den falschen Weg. Bin ich wahrscheinlich genau zurückgegangen. Ich hält. Naja, mal schauen. Werden wir ja gleich sehen. Komme ich hier durch? Geht das? Nein. Okay, hier geht's nicht weiter. Weiter! Fahr! Fahr, Leila! Fahr! Okay. Sehr schön. Fahr einfach weiter. Fahr einfach weiter. Ignoriere das Monster einfach. So, mal nach oben. Ah, das kommt schon wieder. Wie lange verfolgt mich das? So. Ich glaube, jetzt habe ich es abgewimmelt. War hier oben irgendwas? Irgendwo war doch diese Höhle. Bin ich jetzt blind? Ach du Scheiße, gut, dass ich zurückgefahren bin. Oh. Okay. Hier geht's scheinbar auch nicht weiter. Aber wo geht's lang? Das ist gerade alles so riesig. Oh mein Gott. Und da ist es schon wieder. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geh weg von mir. Geh weg. Geh weg. Oh Gott. Hau ab. Hau ab. Hallo, das ist so groß. Ich kenne mich gerade nicht mehr aus. Also ich dachte, hier hätte ich den Schmarrn reingeschmissen. Sind hier irgendwo Risse in der Mauer? Habe ich die übersehen? Dass ich vielleicht was aufsprengen kann? Nein. Ich gehe jetzt einfach mal die Mauer hier entlang ab. Vielleicht finde ich ja was. Vielleicht geht's ja irgendwo an Land. Was ich zwar wahrscheinlich bezweifle, aber... Mein Gott. Kann ja sein. Muss nicht sein, aber kann sein. Und... What the fuck? Interessant. Gut. Leute, ich denke, ich werde jetzt kurz einen kleinen Schnitt machen und werde mir offscreen das anschauen, weil diese Bootsfahrerei ist jetzt nicht unbedingt das Spannendste für euch wahrscheinlich. Und ich werde dann schon irgendwas finden. Bis gleich.